Hey Freunde und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. In der unendlichen Weite der Gaming-Welt haben Modifikationen, kurz Mods genannt, eine einzigartige Nische geschaffen, die es Spielern ermöglicht, ihre Lieblingsspieler anzupassen und zu verändern. Doch während viele dieser Mods harmlose, unterhaltsame Ergänzungen oder eben Korrekturen zu Spielen hinzufügen, gibt es auch einige, die so tief und dunkel in die Abgründe der menschlichen Psyche eintauchen, dass sie weit über die Grenzen des Anstands und oft auch des guten Geschmacks hinausgehen. Diese Mods, oft geschaffen in den dunklen Ecken der Modding-Community, sind nicht nur kontrovers, sondern für viele auch zutiefst beunruhigend. Denn von extrem grafischen Darstellungen, von Gewalt bis hin zu sexuellen oder oft verstörenden Inhalten, haben diese Mods Debatten über Ethik, Zensur und die Freiheit der künstlerischen Äußerung entfacht. Darum, Freunde, in diesem Video tauchen wir in die Welt der krassesten, kontroversesten und ohne Zweifel schockierendsten Mods ein, die je für Videospiele geschaffen wurden. Einige mögen damit jetzt argumentieren, dass sie eine Form des künstlerischen Ausdrucks darstellen, während andere sie als die dunkelsten und schlimmsten Manifestationen der Gaming-Welt betrachten. Und mit diesen Worten, Freunde, geht es auch schon los nach dem Intro. My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. Und damit geht es auch schon los mit der Hatred 666 Mod. Denn in den dunklen Winkeln der Gaming-Welt finden wir gelegentlich Modifikationen, die nicht nur die Spielmechanik, sondern auch unsere Ethik und unsere Vorstellung von Anstand herausfordern. Und der Hatred 666 Mod ist genau so ein Fall. Denn dieser Mod macht eine ohnehin schon kontroverse Vorlage zu einer noch viel brutaleren, schockierenden Erfahrung, die alle dagewesenen Grenzen sprengt. Denn Hatred, das Originalspiel, wurde bereits bei seiner Veröffentlichung kontrovers diskutiert. Denn es stellt einen düsteren Amokläufer in den Mittelpunkt, dessen Hauptziel es ist, so viel Leid wie möglich zu verursachen. Der Hatred 666 Mod nimmt dieses Konzept und erhöht die Gewalt weiter. Denn die ohnehin schon morbide Atmosphäre wird durch satanische und okkulte Elemente noch intensiviert. Doch hier endet die, ich sag mal, Innovation der Mod nicht. Denn neben den Auslöschen eines homosexuellen Clubs und dem Angriff auf eine Schule, was natürlich von vielen als äußerst geschmacklos betrachtet wird, macht dieser Mod selbst vor der Darstellung von Gewalt gegen Kinder nicht Halt. Aber um auch das mal zu klären, was ich damit genau meine, es ist nicht nur möglich, Kinder zu erschießen, sondern diese auch hinzurichten. Und zwar zum Beispiel auch mit einem Messer. Was wirklich weit über das hinausgeht, was ethisch noch vertretbar wäre. Natürlich werde ich solche Szenen auch nicht einblenden und eventuell durch andere ersetzen. Aber eine interessante und zugleich beunruhigende technische Neuerung der Mod ist die Umwandlung der ursprünglichen Schwarz-Weiß-Grafik von Hatred in Farbe. Und diese Neuerung verleiht den brutalen Szenen eine noch tiefere und eben auch gewaltsamere Note. Als ob das aber nicht schon genug wäre, ermöglicht der Mod auch den Wechsel zwischen der Third-Person- und der First-Person-Perspektive. Wer das jetzt vielleicht nicht weiß, Hatred spielt normal in einer isometrischen Perspektive, also eben schräg von oben. Denn das Eintauchen in die First-Person-Ansicht während solch grausamer Handlungen intensiviert das Erlebnis und lässt den Spieler die Gewalt aus einer unmittelbaren persönlichen Perspektive erfahren. Was meiner Meinung nach einfach nochmal viel härter ist, weil man wirklich genau sieht, was man eben da tut. Aber wie auch immer, Freunde, denn insgesamt ist die Hatred 666 Mod ein schwer verdauliches Erlebnis, das viele Fragen über die Ethik von Gaming und die Grenzen von Darstellung und Gewalt aufwirft. Denn es ist ein Spiegelbild der dunklen Seite der Menschheit und eben auch ein Beweis dafür, wie weit manche bereit sind zu gehen, um dabei die Grenzen des Erträglichen in Videospielen zu testen. Denn bei dieser Mod kann mir einfach keiner mehr sagen, dass das einfach noch vertretbar ist, was da gezeigt wird. Für die Leute, die Mod vielleicht schon gespielt haben, wie seht ihr das? Schreibt das gerne in die Kommentare. Kommen wir zur nächsten Mod. Maria Borgo Dio, Botia Rosa.
Schokolade, Budella, Sangue, Arti, Mozart. Und zwar kommen wir zu Grezzo 2. Wenn es darum nämlich geht, kontroverse Inhalte in Videospielen zu präsentieren, ist Grezzo 2 wohl eines der umstrittensten Beispiele. Dies ist eine italienische Mod für das berühmte Spiel Doom. Dabei vermischt Grezzo 2 nicht nur die dunkle und gewalttätige Welt des Shooters mit blasphemischen und kontroversen Elementen. Nein, natürlich nicht, denn sowas wäre ja nicht kontrovers genug. Deswegen nimmt es auch die Kultur, Religion und die Geschichte Italiens in den Fokus. Ich denke, die Grundlage von Doom ist vielen bekannt. Ein Spiel, das für seine dämonischen Feinde und actiongeladenen Schlachten berühmt wurde. Aber Grezzo 2 nimmt diesen Ausgangspunkt und bringt ihn in eine vollkommen andere Richtung. Denn anstelle von Monstern und Dämonen zu töten, stellt dieser Mod den Spieler vor eine noch verblüffendere Herausforderung, und zwar Jesus Christus vor seiner Geburt zu töten, was dabei wirklich mehr als krank ist. Das Spiel beginnt mit dem Hauptcharakter, der auf einer Mission ist, um dieses unglaublich kontroverse Ziel zu erreichen. Aber diese Reise ist weit von einer einfachen Schlacht entfernt, denn auf seinem Weg wird der Spieler mit einer Fülle von Figuren aus der italienischen Geschichte, Kultur und Religion konfrontiert. Sei es der faschistische Führer Benito Mussolini, der Heilige Vater selbst oder diverse andere religiöse und eventuell auch historische Persönlichkeiten. Denn all diese sind die Feinde in dieser bizarren Spielwelt. Und genau diese extremen Inhalte von Grezzo 2 haben dazu geführt, dass diese Mod auf einigen Streaming-Plattformen einschließlich Twitch verboten wurde. Und das ist ein seltenes und bedeutendes Urteil und zeigt einfach nochmal genau, wie provokativ und polarisierend der Mod wirklich ist. Grezzo 2 ist somit mehr als nur ein Mod. Es ist vielmehr ein kulturelles Statement und ein Mittelpunkt für die Diskussion über Grenzen in der Gaming-Welt. Denn es stellt sich die Frage, wo ziehen wir die Linie, wenn es um Darstellung von Gewalt und Respektlosigkeit in Spielen geht. Aber unabhängig von der Antwort bleibt Grezzo 2 ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ein einfacher Mod die Grenzen des Mediums testen und die Gaming-Community in Aufruhr versetzen kann. Es gibt da auch noch so einige Inhalte, über die ich gar nicht berichten möchte. Aber ich kann euch sagen, es ist wirklich krank, was man da alles zu sehen bekommt. Ich denke, für die Leute, die Grezzo 2 kennen, die wissen genau, wovon ich spreche. Obwohl ich denke, ein, zwei Beispiele kann ich euch noch geben. Zum Beispiel das Massaker am Anfang des Spiels. Denn das Spiel fängt dabei in einer Kirche an, wo eben die Gläubigen sind, die man dann eben abschlachten muss. Oder Bilder, wo Jesus vergewaltigt wird. Also zusammenfassend lässt sich einfach sagen, diese Mod macht vor gar nichts halt. Gut, Freunde, wie auch immer, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir kommen zur nächsten Mod. Und zwar zu der Extreme Violence Mod für Sims 4. Denn seit ihrer Einführung haben die Sims-Spiele stets eine einzigartige Gelegenheit geboten, das alltägliche Leben zu simulieren und eigene Realitäten zu schaffen. Die Spieler können Familien gründen, Karrieren verfolgen und das Leben ihrer Sims nach Belieben gestalten. Doch was passiert, wenn diese scheinbar idyllische Welt durch eine Modifikation komplett auf den Kopf gestellt wird? Die Mod Extreme Violence beantwortet genau diese Frage und führt die Spieler damit in dunkle und oft beunruhigende Abgründe der menschlichen Natur. Denn durch diesen Mod wird die friedliche Sims-Nachbarschaft zum Schauplatz von Gewalt, Chaos und Anarchie. Denn der Extreme Violence Mod ermöglicht genau das, indem er den Sims eine Vielzahl brutaler und gewalttätiger Handlungen ermöglicht. Denn anstelle der gewohnten Alltagsaktivitäten können die Sims nun plötzlich in blutige Schlägereien verwickelt werden, kriminelle Organisationen und Gangs gründen und sogar Morde begehen. Denn während das Grundspiel The Sims 4 eher auf humorvolle und leichte Unterhaltung abzielt, stellt Extreme Violence alles in den Schatten und transformiert das Spiel in eine düstere, brutale Welt, die den Spieler dabei unvorbereitet trifft. Denn die sonst so lebhaften und lebensfrohen Sims werden in dieser Mod zu gewalttätigen und oft unberechenbaren Wesen. Denn die Gewaltdarstellung in Extreme Violence ist explizit und oft sogar schockierend detailliert. Und es ist extrem beunruhigend zu sehen, wie sich die Familienatmosphäre des Spiels in einen wahren Albtraum verwandelt.
Das Erschreckende an dieser Modifikation ist nicht nur die Gewalt selbst, sondern eben auch die Art und Weise, wie sie in das Gameplay integriert wird. Denn sie lässt die Spieler reflektieren und hinterfragt, wie weit Unterhaltung gehen darf und wo die Grenzen zwischen Spiel und Realität verschwimmen. Aber wiedermals hat es natürlich Kontroversen um Extreme Violence gegeben und erneut die Frage aufgeworfen, ist es noch vertretbar, solch eine extreme Gewalt in einem ansonsten harmlosen und familienfreundlichen Spiel darzustellen? Wo sollte man wirklich die Linie ziehen zwischen künstlerischer Freiheit und eben Geschmacklosigkeit? Insgesamt lässt sich einfach sagen, dass Extreme Violence ein kinderfreundliches Spiel zu einem wirklich brutalen Spiel macht. Und das ist meiner Meinung nach noch ein großer Unterschied zwischen einem brutalen Spiel, was noch brutaler wird, und eben einem kinderfreundlichen Spiel, was auf einmal dann brutal wird. Aber gut, das sieht wahrscheinlich auch jeder anders. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Gehen wir zur nächsten Mod über. Kommen wir jetzt zu einer Mod von Fallout 4, die unter mehreren Namen bekannt ist. Ich nenne sie einfach mal Slavery Mod. Denn in der eindringlichen und postapokalyptischen Welt von Fallout 4 ist der Spieler ständig mit moralischen Dilemmata konfrontiert, die ihn dazu bringen, über Gut und Böse sogar in extremsten Umständen nachzudenken. Mit der Hinzufügung der Slavery Mod wird diese moralische Grauzone jedoch noch weiter verdunkelt und polarisiert. Diese Mod erlaubt es den Spielern nämlich NPCs, also nicht spielbare Charaktere, als Sklaven zu halten, sie zu kaufen und zu verkaufen. Aber noch besorgniserregender als diese Grundidee sind die Details und der Mechanismus, die in dieser Mod enthalten sind. Denn Spieler können Charaktere in Käfige sperren, sie extremsten und oft sogar sexuellen Misshandlungen aussetzen und sie in gefährlichen oder demütigenden Situationen einsetzen. Diese Mod bietet Mechanismen, die es ermöglicht, Charaktere in erniedrigender Weise zu behandeln und eben zu präsentieren. Und das eben nicht nur als erweiterte Option, sondern vielmehr als Spielmechanik, die zum Fortschritt oder zur Belohnung im Spiel beiträgt. Was natürlich auch schon sehr grotesk und fragwürdig ist. Das Schlimme dabei, es gibt sogar Erweiterungen, wo es dann möglich ist, Kindersklaven zu halten und eben da auch dieselben Sachen zu tun. Ich versuche das Ganze mal im Hintergrund so ein bisschen einzublenden. Natürlich werde ich das ein oder andere zensieren oder eben durch andere Szenen ersetzen. Aber es geht einfach nur darum, dass ihr euch so ein kleines Bild machen könnt, was diese Mod eben beinhaltet. Und was man da wirklich kann, ist einfach nur noch krank. Denn es wurden extra für diese Mod spezielle Mechaniken entwickelt, damit die Charaktere sich richtig bewegen. Und zwar zum Beispiel bei den Misshandlungen. Und da frage ich mich halt ganz einfach, wer erstellt so welche Mods und für welchen Zweck dienen diese? Denn in erster Linie steckt in so welchen Modifikationen natürlich erstmal viel Zeit. Und natürlich kann ich verstehen, dass gewisse Modder Sachen integrieren, damit diese eben besser laufen zum Beispiel. Oder eben erweiterte Funktionen möglich sind. Neue Waffen, neue Strecken, neue Level. Oder zum Beispiel eine ganz andere Zeitepoche wie damals bei Battlefield und den Erweiterungen dafür. Oder eher den Mods dafür. Aber was hier passiert, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Denn so wirkliche Vorteile bietet das Ganze nicht, sondern versetzt einen eher in eine Position einer dominanten Person. Es gibt sogar einen Mod, wo man selber der Sklave ist und gewisse Sachen ausführen muss. Aber dazu vielleicht, falls ich nochmal einen Teil mache, mehr. Diese Mod wurde natürlich auch von allen bekannten Plattformen gebannt und ist nur noch irgendwo im Internet findbar. Wie auch immer, Freunde, ich denke, hier beende ich das Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wo die Linie gezogen werden sollte. Was zählt noch zu Kunst und was eben nicht? Auf die Antworten von euch bin ich wirklich gespannt. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.